Willkommen zurück zu einem neuen Old VC Sharp Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr zusammen mit euren Freunden auf eurem Server spielen könnt, ohne dass ihr euch irgendwo einen Server mieten müsst bei einem Hosting-Anbieter wie zum Beispiel ZAP Hosting oder dass ihr irgendwelche Ports und Firewall-Einstellungen vornehmen müsst. Denn das Ganze machen wir hier mit PlayItGG. Das habe ich bereits schon mal in der 5M Tutorial-Reihe gezeigt. Heute zeige ich es einmal für Old VC Server. Das heißt, nur der Server-Hoster auf seinem lokalen PC muss sich eine Software runterladen. Dadurch wird dann ein Tunnel mit der PlayItGG Cloud aufgebaut und andere Spieler, die auf euren Server wollen, können dann die IP-Domain von PlayItGG eingeben und werden über den Tunnel zu eurem PC, zu eurem Server weitergeleitet. Und damit könnt ihr dann einfach mit euren Server, mit euren Freunden spielen, ohne wie gesagt einen Server mieten zu müssen. Für produktive Server, wo mehrere hundert Spieler später drauf spielen sollen, würde ich trotzdem empfehlen, einen Server zu mieten. Da könnt ihr gerne mal bei ZAP Hosting vorbeischauen. Link steht unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne schon mal ein Like und ein Abo da. Und den Link für PlayItGG findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wie eben schon erwähnt, funktioniert die Verbindung über einen Tunnel, über das PlayItGG Tunnel. Und nicht über euren Computer direkt zu dem Spieler, sondern es wird alles getunnelt. Und wie gesagt, der Spieler selber muss keine Software runterladen, sondern kann später über die Tunnel-IP zu eurem Server connecten. Wie funktioniert das Ganze? Ihr könnt euch hier bei Login einen Account erstellen oder das Ganze als Gast einmal benutzen und dann werdet ihr zu diesem Fenster hier weitergeleitet. Hier heißt es dann, dass ihr einmal die Software starten sollt. Die könnt ihr euch hier herunterladen. Wählt euer Betriebssystem aus und startet dann einmal die Software. Das mache ich auch direkt einmal. So, nachdem die Software runtergeladen ist, öffnet ihr auch einen Download-Ordner oder dort, wo die Software runtergeladen wurde. Ich habe das jetzt bei mir einmal in den Old VC Server-Ordner heruntergeladen. Dann habt ihr hier eine playit-sign.exe, die startet ihr einfach einmal. Dann werdet ihr wieder weitergeleitet. Jetzt wird der Agent gecheckt. Das dauert ein paar Sekunden. Zack. Dann habt ihr hier schon mal zwei Sachen fertig. Jetzt wird das hier gecheckt, ob User connected sind. Das gleiche könnt ihr mal in der Konsole hier nachschauen. Hier seht ihr dann auch schon, okay, es sind 0 TCP Clients connected und 0 UDP. Dann steht hier, the player program is set up. Du musst einfach sagen, create tunnel. So, jetzt ganz wichtig. Jetzt müsst ihr schauen, welche Ports ihr freigeben wollt, von welchem Typ UDP, TCP, also welches Protokoll und welche Shared IP ihr benutzt. Ihr könnt natürlich auch eine Dedicated IP hier bei PlayItGG in der Premium-Version kaufen, braucht ihr aber nicht, deswegen gehe ich in dieser Tutorial-Reihe nur auf die Free-Version ein. Wir wählen hier unten bei Tunnel Type TCP plus UDP und Port Count 1 und wir matchen hier auf unseren Port, den wir auch in der Server-Config angegeben haben. So, da gucken wir mal, Alt-V Server, öffnen wir mal die Server.toml. Wir laufen auf Port 7788. Diesen Port geben wir auch hier ein. Sagen Add Tunnel. Und jetzt ist unser Tunnel pending. Jetzt wartet der, bis irgendwer drauf connected. Und der Tunnel ist soweit fertig. Wir können ihm noch einen Namen geben. Hier unten Rename. Einfach mal Old V Server. Rename Tunnel. Da wurde er umbenannt. Und jetzt sehen wir hier unsere lokale IP-Adresse 127.0.0.1 auf 7788. Dann wird das über das Data Center in Frankfurt getunnelt. Und hier ist dann die Shareable Address, die ihr euren Freunden geben könnt. Das ist diese texas.rwat, ply, gg mit Port. Bei euch könnte was anderes stehen. Und das geben wir gleich bei AltV ein. Jetzt bleibt uns nichts mehr übrig, als unseren AltV-Server zu starten. Und natürlich XM für MySQL und Apache. Wenn ihr eine Firewall-Meldung bekommt, dass PlayItGG Internet-Erlaubnis braucht, die müsst ihr natürlich erlauben, sonst läuft das Ganze nicht. Jetzt starten wir einmal unsere AltV-Server.exe und wenn das hier hochgefahren ist, dann starten wir einmal AltV und haben in der Hinterhand unsere Shareable IP-Adresse im Zwischenspeicher und ich zeige euch dann, wie ihr selber und wie eure Freunde auf den Server connecten können. So, wenn AltV läuft, gehen wir hier auf dieses Direktverbindungssymbol und geben dann hier einfach die IP ein, so wie sie ist. Dann sagen wir verbinden. Da werden die hier Ressourcen heruntergeladen von unserem Server. Das dauert einen kleinen Moment, aber ihr seht schon, sowohl
die IP funktioniert. Wir können natürlich auch sehr mit unserer Localhost IP connecten. Aber genau diese IP geben wir auch auf Freunde ein oder die Spiele, die auf den Server connecten wollen, verbinden sich mit dem Tunnel, werden weitergeleitet zu dem lokalen Server über das Tool, was ihr runtergeladen habt. Und zack, sind auf dem Server drauf, können sich einloggen oder einen neuen Account erstellen, je nachdem. Und können da machen, was ihr wollt. So, mein GTA ist abgestürzt, aber kein Problem. Brauchen wir sowieso jetzt gerade nicht mehr. Und ihr seht hier, ich habe gerade noch einen Fehler, weil ich am MySQL-System rumgespielt habe. Ich habe E-Mail aktuell nicht definiert. Ja, dann wird halt alles über den Tunnel hier geregelt. Ihr seht dann schon UDP Client Count 1. Und ja, damit sind wir auch am Ende vom Tutorial angekommen. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, schaut gerne bei mir auf dem Server vorbei. Der Discord-Link steht unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.